I hear a lot of people saying the blues, the blues, but I'm gonna tell you what the blues is. When you ain't got no money, you got the blues. When you ain't got no money to pay your house, you still got the blues.
Alle Mofa Scrambler! Jawohl, war das schon mal gar nicht schlecht. Also, zunächst einmal möchte ich mich bedanken für eine richtig geile Show. Wenn ihr da wieder auf der Acker zaubert habt, das war echt spitze, klasse, muss ich wirklich sagen. 25 Teams im Fähre, im spannenden Wettkampf, da um die Shotgun Memory Trophy und genau, jetzt da in Horheim auf dem Acker. Ich sag mir immer, wenn keiner den Montag gelandet ist, dann haben wir alles richtig gemacht. Herzlichen Dank, ihr Schreckenposter! Das letzte Mal schon gewonnen und das vorletzte Mal gewonnen. Diesmal ist er gar nicht gestartet. Also wenn er jetzt gewinnt, also das wäre dann wirklich ein wenig komisch. Emily, walte deines Amtes, zieh uns den Sieger für die Drivers Trophy. Start Nummer 3. Der Leon. Auf dem Platz 25 angekommen mit der Startnummer 12, die Dreckspalter Tinger mit 56 Runden, das ist der Zani. Ein Applaus, ich glaube, wir schon heute. Jetzt die Nummer 3 mit dem Startplatz 1, Shirley Racing Team. So, und jetzt aus Wittendorf, die Nummer 2. Jo, mit der Startnummer 19. Spätzle Power aus Wittendorf. 353 Runde. Jungs, geile Show. Geile Technik. Nicht nur das Gerät, sondern immer auch die Fahrtechnik. Und auf Platz 1 mit der Startnummer 13. Ebenfalls aus Wittendorf. Das Rennteam Wittendorf. Mit wie viel Runde? Alter, fast mit 2 auf Null weggefallen. 357 Runden, herzlichen Glückwunsch! Damit sind wir auch noch 10 Runden mehr wie letztes Jahr. Fahren wie die Schweine, muss ich jetzt sagen. Yeah.
closing in. Look at the things you've got. We'll be right back.
Entdecker meiner Seele. Ich entdeck die lange Technik ins Koma gesoffen, auf gezielt, doch nie getroffen. Ich weiß, wie es ist, der Arsch zu sein. Wieder mal ein Tag verschenkt. Wieder mal ein Tag verschenkt. Lieber Song, erinnert uns immer wieder an 2009, wo wir alle zusammen in Afghanistan waren und für unsere Jungs da unten Mucke gemacht haben. Das waren eine Woche echt riesige Impressionen, die da auf uns herangebrochen sind. Und daraus sind viele gute Freundschaften entstanden, die wir auch jetzt noch pflegen. Das heißt, bis zum Bayerischen Wald, bis in die Eifel. Man trifft sich immer wieder und macht Party, hat Spaß und erinnert sich immer wieder an die gute Zeit, auch wenn das Ganze da unten alles einen recht traurigen Aspekt hat. Wir haben da so viele gute Freunde kennengelernt, dass das zu unserer kleinen Hymne wurde, auf gute Freunde. Blutige Küsse, bittere Pillen.